Der Euro wird 20. Zu diesem Jubiläum hat die Deutsche Bundesbank über 200 meinungsstarke junge Menschen aus ganz Deutschland zusammengebracht. Unter dem Motto Dein Europa, mach was draus, konnten sie 2 Tage lang mit Experten über die Zukunft Europas und den Euro diskutieren. Zum einen interessiert mich eben die Entwicklung des Euros in der Zukunft, gerade auch in Anbetracht des Brexits, wie es vielleicht auch weitergeht. Europa sind wir und Europa ist unsere Zukunft und für Europa müssen wir uns einsetzen. Die Bundesbank als Institution ist vielen gar nicht so bewusst, was sie eigentlich macht. Gerade mit der EZB, was sind da die Aufgaben und welchen Beitrag sie dazu leistet, dass man das noch mal näher kennenlernt. Town Hall mit Jens Weidmann und Thilo Jung wird auf jeden Fall spannend. Und dann auch die Workshops, sind einige sehr spannende Themen dabei. Die Teilnehmer sind nicht nur auf den Vorstand der Bundesbank getroffen, sondern haben auch die Möglichkeit bekommen, an Workshops zu den Themen Zukunft Europa, Digitalisierung, Herausforderung der Ökonomie und nachhaltiges Wirtschaften teilzunehmen. Ganz klar die Antwort. Wir haben Angriffsvektoren als Unternehmen gefunden, die wir hier einfach vorstellen. Mit anderen Worten, wir haben keine präparierten Geräte, wir arbeiten nur mit den Devices der Teilnehmer und möchten ihnen zeigen, wie leicht es ist, in ihren Geräte einzudringen. Und das live vor Ort, hautnah und im besten Fall unter Spinnungsbild mit einzufangen und darüber eben einen gewissen Diskurs zu schaffen. Ich glaube schon, dass es die letzten Jahre politische Entwicklungen gab, die diesen jungen Menschen vor Augen geführt haben. Konkret, dass das, was sie als Selbstverständlichkeit empfinden, nicht von Dauer sein muss. Insofern, glaube ich, ist die Aktivität durch den Brexit, durch den Rechtspopulismus jetzt eine, die bei meiner Generation in dieser Weise noch nicht gegeben war. Ich fand interessant, wie volkswirtschaftlich die Fragen waren, dass sich die Jugendlichen durchaus auch immer wieder mit der Funktionsfähigkeit der Geldpolitik auseinandergesetzt haben. Also da war der Wissensstand aus meiner Sicht sehr ausgeprägt. Und ich glaube, ein bisschen darauf zu hören, wie die jüngere Generation welches Verhältnis sie zum Geld hat, das ist auch für uns lehrreich. Ich finde gut, dass die Bundesbank sich auch mal darum kümmert, wie man so heute sagt, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil die jungen Leute interessiert das ja offenbar, was hier passiert und was das mit dem Euro zu tun hat und der EZB und Geldpolitik. Die Teilnehmer konnten außerdem ihre eigenen Themen und Projekte den anderen vorstellen und dann in Gruppen Ideen für die Zukunft entwickeln. Bin die gute Fee Europa! Die innovativste Gruppe wurde am Ende zum Sieger gekürt. Das ist ein kompletter Mehrwert, nochmal mit Studierenden von anderen Fachrichtungen über Themen zu diskutieren, weil ich denke, Nachhaltigkeit für Europa oder Geld beeinflusst jeden Menschen. Europa muss nicht nur von den Politikern getragen werden, sondern auch von den Menschen selbst gelebt werden. Und daher sollte man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Und ich finde es schön, dass die Bundesbank sowas unterstützt. Und das wird die Bundesbank auch in Zukunft weiter tun. Auf ein baldiges Wiedersehen.